Hallo zusammen, heute möchte ich euch einen kleinen Trick aus der Sterneküche zeigen. Zur Dekoration machen wir heute Korallwaffeln. Unseren Teig für die Korallwaffeln ist ganz einfach. Bereiten wir aus Wasser, Mehl, Öl und im heutigen Fall, um schwarze Korallwaffeln zu erhalten, aus Sepiafarbe zu. Alternativ, um rote Korallwaffeln herzustellen, kann man auch Rampensaft verwenden. Um Orange herzustellen, kann man Rüeblisaft verwenden. Je nach Dicke des Teiges können Sie dann selbst bestimmen, wie die Struktur der Waffel aussehen soll. Je dicker der Teig, desto dickflüssiger auch die Waffel. Und je dünner der Teig, desto feinfasriger ist die Waffel. Viel Spaß damit!